Aber zusätzlich hat Europa auch ohne die Euro-Krise eine Reihe ungelöster Probleme in seinem eigenen Bereich und im Vorhof. Ich nenne den Balkan, wo wir nur Provisorien geschaffen haben bislang, aber keine Endlösung. Ich nenne das Verhältnis zur Türkei. Ich nenne das Vorfeld von Marokko bis zum arabischen Golf. Vorrang muss in meinen Augen zunächst die Festigung der Europäischen Union haben. Und das ist die Voraussetzung für die Handlungsfähigkeit Europas und das muss ein Kernanliegen Deutschlands sein. EU-Vertiefung muss Vorrang vor Erweiterung haben. Und durch eine echte Fiskalunion muss versucht werden, die Fehler bei der Einführung des Euro zu beheben. Gleichzeitig, und ich weiß, dass ich hier auf glattem Eis mich bewege, in einer zumindest CDU-nahen Veranstaltung. Gleichzeitig muss versucht werden, die Türkei dauerhaft mit Europa zu verbinden. Diese Herausforderungen müssen gemeistert werden, damit Europa und Deutschland handlungsfähig werden für die Turbulenzen, die vor unseren Türen warten, über die aber niemand spricht und die damit, sollten sie eintreten, nachhaltige innenpolitische Verwirbelungen bei uns auslösen könnten. Eine beträchtliche Gefahr, meine Damen und Herren, in Zeiten, in denen innenpolitische Stabilität durch politische Bewegungen, die mit modernen Kommunikationsmitteln Bilder an die Wand schaukeln und plötzlich Mehrheiten in Frage stellen oder schaffen, lässt sich unsere politische Stabilität von innen heraus aushöhlen können. Wir haben das gesehen im Vorfeld des Mittelmeers und wir sollten daraus lernen. Die Schlüsselrolle der Türkei, sie hat eine Schlüsselrolle in drei aktuellen Krisen, in der Arabellion, in Syrien und im Iran. Die Arabellion ist eine unvollendete, vermutlich uns noch Jahre beschäftigende Revolution und sie wird dort dazu führen, dass die Türkei von nicht wenigen als Vorbild eines säkularen muslimischen Staates gesehen werden wird. Und wir, meine Damen und Herren, wir Europäer sollten diese Idee an sich stützen, denn tun wir es nicht, dann wird das Gegenteil eintreten, das wir jetzt schon sehen, eine Muslimisierung der Region und der nächste Schritt nach der Muslimisierung ist die Fundamentalisierung islamischer Kräfte, die dann islamistische Kräfte werden. Wir müssen der Türkei letztlich zur Seite stehen. Sie wird ihr strategisches Gewicht im Raum des erweiterten Nahen Ostens und in Zentralasien zu erhöhen suchen, weiß aber auch, ihr Außenminister vielleicht ausgenommen, dass die osmanische Karte zu spielen sie alleine überfordern würde. Auch das ist ein interessanter Ansatz für uns. Sie wird deswegen früher oder später die Anlehnung an Europa und an die USA suchen, wird aber alles tun, um nicht erneut als Bittsteller vor den Türen Europas zu stehen. Und deswegen werden wir gut beraten sein, uns zu überlegen, wie wir einen Anlauf machen können, einen neuen Anlauf mit der Türkei. Eine privilegierte Partnerschaft allein ist zu wenig. Wir müssen uns überlegen, was wir tun können. Und das wird noch wichtiger, wenn es denn so weit kommen sollte, dass der Iran eine Atommacht wird. Dann nämlich ist die Versuchung für die Türkei, selbst Atommacht zu werden, riesengroß. Und eine Türkei als Atommacht möchte ich als ehemaliger Vorsitzender des Militärausschusses nicht im Militärausschuss haben. Die Einbindung in Europa ist auch ein Instrument, zu verhindern, dass die Türkei zur Atomwaffe greift. In der Arabellion hat Europa leider eine marginale Rolle gespielt und vermutlich auch verkannt, worum es wirklich geht. Es ging niemals darum, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nach unseren Maßstäben dort einzuführen. Es ging darum, jungen Menschen, die keine Zukunft vor sich haben, eine Perspektive zu geben. Denken Sie doch an 20-40% Jugendarbeitslosigkeit. Junge Leute, die gut ausgebildet sind, die vielfach qualifiziert werden, die 20 Millionen offene Posten, die bei uns in der Europäischen Union ausgeschrieben sind, aber nicht besetzt werden können, weil wir die Menschen nicht haben, die dafür qualifiziert sind. Diese Menschen müssen wir eine Zukunft geben. Das heißt, dass vor Europa, vor der Europäischen Union eine gewaltige Herausforderung steht. Wir können uns nicht länger als Festung des Protektionismus begreifen. Wir müssen versuchen, einen Weg zu finden, wie wir dort investieren,
dort Arbeitsplätze schaffen und das vorhandene Potenzial, das wir nutzen könnten, bei uns sinnvoll einsetzen könnten. Diese jungen Menschen werden, wenn wir uns abschotten, weiter auf das alte, reiche und immer weniger werdende Europa gucken. Und denken Sie bitte daran, meine Damen und Herren, es ist nur eine Schwimmentfernung für ausdauernde Schwimmer wie mich, von Asien nach, von Afrika nach Europa zu kommen. Wir wissen, dass wir hier handeln müssen, aber wir haben bisher nichts getan. Europa ist hier gefordert. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass an diesem, unserem strategischen Vorhof Mittelmeer die Amerikaner uns wieder zur Hilfe kommen würden, wenn es eng werden würde. Sie können es nicht mehr und sie wollen es nicht mehr und sie können es in ihrem Land auch nicht mehr durchsetzen. Sie kriegen dafür keine Mehrheiten. Deswegen muss Europa handeln und wir müssen letztlich auch versuchen, selbst wenn es schwierig ist, Wege zu finden, wie wir Syrien nach dem Bürgerkrieg, der kommen wird, helfen können. Syrien wird jetzt erst einmal für eine unbestimmte Zeit sehr viel Blut sehen, weil Russland seine schützende Hand über das Regime Assad hält. Das wird sich so schnell nicht ändern. Deswegen wird es dort Bürgerkrieg geben. Das Regime Assad wird verschwinden. Ich weiß nicht wann, aber es wird verschwinden. Aber viele syrische Menschen werden darüber ihr Leben verlieren. Wir müssen aufpassen, dass die Türkei dort nicht zum Akteur wird, nicht zum Akteur über das hinaus, was sie heute schon ist. Und wir werden aufpassen, dass der Iran dort nicht zum Akteur wird, denn beide haben ein Interesse daran, dass es keine Ausweitung in ihre Regionen gibt. Der Iran wird vieles tun, um Assad so lange wie möglich zu halten, denn es ist der einzige Verbündete, den der Iran in der Region noch hat. Jede offene Intervention aber wird das Regime in Teheran vermeiden, denn es weiß, dass der Sturz Assads unvermeidbar ist. Wenn dann Assad gegangen ist, ist vermutlich auch unvermeidbar, was immer dann geschieht. Die Sunniten werden sich an den Alawiten rächen, dazu ist zu viel Blut jetzt schon geflossen. Das Schlüsselland im Nahostkonflikt, und das ist Syrien, wird daher mit kaum einschätzbaren Konsequenzen für Israel, Jordanien und Libanon für eine nicht vorhersehbare Zeit in Turbulenzen versinken. Ein Eingreifen von außen wird es vermutlich nicht geben, nicht solange Russland sich so verhält, wie es sich verhält. Vielleicht wird so etwas wie eine Schutzzone eingerichtet werden. Deutschland kann diese Entwicklung nicht gleichgültig sein. Und die Europäische Union wie Deutschland werden sich darauf einstellen müssen, zum Wiederaufbau Syriens und zur Sicherung humanitärer Hilfe beizutragen. Möglicherweise könnten auch weitergehende Forderungen auf uns zukommen, sollte es irgendwann zu einer Waffenruhe mit Pufferzonen und Ähnlichem kommen. Gefährlicher und drängender aber als diese vor sich hin schwelende Arabellion ist die zugleich damit verknüpfte Entwicklung im Konflikt Israel-Palästina und im Iran. Israels Augenmerk gilt dem Iran. Ein Interesse an einem Friedensschluss mit Palästina hat Israel in seiner gegenwärtigen labilen innenpolitischen Situation nicht. Das Land glaubt, mit dem Status quo leben zu können und hat auch kein wirkliches Interesse an einer Zwei-Staaten-Lösung. Allerdings ist das ein Trugschluss, denn aus demografischen Gründen dauert es nur noch 10 Jahre, bis Israel den Anspruch erheben kann, ein jüdischer Staat in der Region zu sein. Und die 10 Jahre müssen sie nutzen. Und ich glaube, wir alle sind gefordert, sie immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass es nicht mehr viel Zeit ist. Das Augenmerk Israels aber gilt gegenwärtig dem Iran, der ohne jeden Zweifel, meine Damen und Herren, ein Atomwaffenprogramm verfolgt. Wenngleich die Entscheidung, eine Atomwaffe zu bauen, wohl noch nicht getroffen ist. Es stellt sich also die Frage, ob bereits eine virtuelle Atommacht, Iran, also sowas wie wir es auch sind, wir könnten auch relativ rasch eine Atomwaffe bauen, eine existenzgefährdende Bedrohung für Israel darstellt oder nicht. Irans Präsident hat seine Absicht, Israel zu vernichten, nie verborgen. Und mit der Atomwaffe in der Hand hätte er durchaus ein Mittel,
was einzusetzen und zu verwirklichen. Israel ist eines der wenigen Länder, in denen nur eine Atomwaffe eine existenzielle Bedrohung für das Land darstellen kann. Gegenwärtig muss man sagen, Iran tut alles, um eine Waffe zu erzeugen. Die Anreicherung läuft bei 20%. Wenn man mal 20% angereichert hat, sind es nur noch Monate, bis man das waffenfähige Uran auf etwa 85% angereichert hat. Technisch eine kurze Spanne. Iran hat die Trägermittel mit Raketen, die 2000 Kilometer Reichweite haben. Reichweiten zu steigern ist kein großes Problem. Iran arbeitet an einem Sprengkopf, das ist das technisch anspruchsvollste. Dafür haben sie erste Versuche gemacht. Wie weit sie da sind, weiß niemand ganz genau. Und die Integration des Ganzen ist offen. Meine Einschätzung ist, Iran liegt irgendwo zwischen 6 und 24 Monaten von einer Atomwaffe entfernt. Aber die politische Entscheidung ist nicht gefallen. Die Aussicht auf ein Einlenken des Iran sind gering, auch weil Russland und China nicht hinter den Sanktionen stehen. Und hinzu kommt ein anderer Faktor, der mich sehr skeptisch macht. In dem Moment, wo Iran sich entschließt, seine Anreicherungsanlagen komplett zu verbunkern, verschwindet Israels Option, notfalls alleine handeln zu können. Das aber, meine Damen und Herren, ist die zentrale Option jedes israelischen Politikers. Sicherheit darf von niemand anderen abhängen als von Israel. Und wenn das mal verschwunden ist, oder wenn das in der Gefahr ist zu verschwinden, dann wird Israel handeln. Und da fragen Sie niemanden auf der Welt. Auch nicht die Amerikaner. Auch falsch ist, was Sie gegenwärtig überall hören, dass Israel keine Möglichkeit hätte, allein zu handeln. Solange die Waffen nicht, die Instrumente nicht verbunkert sind, hat Israel die Möglichkeit. Und den Schaden, der dann entsteht, wieder aufzubauen, dauert nicht Monate, sondern dauert Jahre für den Iran. Aber ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich sehe nur im Moment die Gefahr, dass zwei Züge auf einem Gleis mit relativ hoher Geschwindigkeit aufeinander zufahren. Die Folgen sind schwer abzuschätzen. Sicher ist, es wird terroristische Antwort geben, nicht nur in Israel, meine Damen und Herren. Sicher ist auch, es wird den Versuch geben, die Straße von Hormuz zu sperren für Ölverkehr der Welt. Sollten die Iraner den Fehler machen, dabei in die Hoheitsgewässer des Oman hineinzugehen, ist das für die Amerikaner ein Kriegsgrund. Und die Chancen der Iraner, das durchzustehen, sind nicht sehr groß. Das wird 14 Tage, 3 Wochen dauern, um die Straße von Hormuz wieder freizumachen. Aber damit deute ich an, was für ein Pulverfass da vor unseren Augen schwelt, und unsere Handlungsoptionen sind gering.